Und schon wieder zurück bei Ghost of Tsushima, wo wir uns im Flüchtlingslager befinden. Und wir hatten ja letzte Folge schon ein bisschen abgegradet unsere Tragekapazitäten. Auf den Straßen herrscht Chaos. Ja, auf den Straßen herrscht eindeutig Chaos. Ja, wir hatten unsere Tragekapazitäten ein bisschen hochgestuft, können jetzt deutlich mehr Sachen mit uns nehmen. Und wir hatten ja gesagt, wir halten uns mal an die Geschichte von Sensei Ishikawa, wenn wir schon mal hier in der Gegend sind. Denn ich glaube, das Ganze wird letztlich im Hiyoshi-Heilbad münden. Eine Ishikawa-Geschichte 3 von 9. Braucht ihr irgendwas, mein Herr? Nein, im Augenblick nicht. Im Augenblick bin ich gut bedient. Ja. Da war ja was. Wir waren ja hier auf dem Hügel. Da war es nicht so einfach mit runterklettern. Das Dojo ist ja direkt da hinten. Da müssen wir jetzt nicht schnell hinreisen. Aber ich könnte zumindest mal ein bisschen schneller hinlaufen. Ist ja auch Übung, ne? Da freut sich der Sensei, wenn wir auch außerhalb der Kämpfe in Übung bleiben. Klettern, laufen, springen. Alles das, was ein Samurai können sollte. Oh. Bambus. Na hallo. Sensei? Sensei, seid ihr da? Da hinten ist Sensei. Dieser wunderschöne Zen-Garten hier. Das ist... Irgendwann hätte ich sowas gerne mal mit, wo man dann verschiedene Muster immer in den Sand reinmachen kann, um verschiedene Steine. Das wäre schon ziemlich entspannend und cool. Nicht, dass ich viel von der Philosophie des Zen verstehe, da bin ich raus, aber ich hatte früher mal so einen kleinen Büro-Zen-Garten. Das hat schon immer ziemlich viel Spaß gemacht. Hat auch dabei geholfen, ein bisschen runterzukommen. Gibt es Neues von Tomoe? Auf den Wegen zum Hiyoshi-Heilbad wurden Reisende erschossen. Niemand wagt sich mehr hinaus oder Vorräte hinzubringen. Ihr glaubt, das war sie? Strategisch platzierte Schützen können eine ganze Stadt isolieren. Das war doch eure Taktik als Bogenmeister des Nagao-Clans. Tomoe war eine gute Schülerin. Zu gut. Wir bekämpfen euer Ebenbild. Das werden wir zu unserem Vorteil nutzen. Die Vergangenheit vergeht nicht. Kommt! Wie sollen wir diese Bogenschützen finden? Wir denken wie Tomoe. Wir wollen alle Wege zum Hiyoshi-Heilbad kontrollieren. Wo platzieren wir Schützen? Oh, das ist eine gute Frage. Ich spähe mal. Ist das das Heilbad? Das da unten ist das Heilbad. Wo platzieren wir Schützen? Da oben auf der kleinen Anhöhe? Eine Handvoll Männer könnte die Straße zur Küste blockieren. Ja. Dann hier quasi direkt am Tor. Der Pfad hinter dem Gasthaus. Nein. Kaum Deckung, schlechte Sichtlinien. Wir wollen mit möglichst wenigen Schützen das größte Gebiet abdecken. Okay. Aber da oben drauf, ne, da. Jemand müsste die Brücke in die Stadt beobachten. Sehe ich auch so. Und? Vielleicht hier? Nein, das Tor hat auch wieder keinerlei Schutz, oder? Es wäre schlau, den Hauptzugang zur Stadt zu kontrollieren. Die Leute meiden bereits die Hauptstraße. Schützen wären dort nutzlos. Die Straße nach Süden führt entlang eines Kamms. Perfekt für einen Pfeilhagel. Tomoe würde zustimmen. Ihr habt nicht völlig versagt. Gehen wir jagen. Ihr habt nicht völlig versagt. Schön. Erreiche die Küstenstraße. Alles klar. Wir müssen da runter.
Das heißt, wir klappern jetzt die Orte ab, die wir selber ausgemacht haben als bestmögliche Schützen. Was hat dir Tomoe noch gelehrt? Ich habe nichts verheimlicht. Warum ihr den Nagao-Clan verlassen habt? Das ist kein Geheimnis. Ich setzte mich zur Ruhe und ich mochte die heißen Quellen. Aber ihr lehrtet weiterhin. Nicht sofort. Woher der Sinneswandel? Der Bogen ist mein Leben. Ohne ihn fühlte ich mich tot. Und ich wollte leben. Bereut ihr, das Kriegerleben aufgegeben zu haben? Den Bogen zu meistern heißt, sich selbst zu meistern. Das ist der einzige würdige Sieg für einen Samurai. Der Rest ist unbedeutend. Das sind kleine Bambus. Also hier wächst mehr Bambus, ne? Das sieht so ein bisschen alienmäßig aus gerade, aber ich glaube, das so wächst Bambus. Entschuldigung, wenn ich mich heute wieder ein bisschen räuspern muss. Wald der verborgenen Quellen. Wir nähern uns. Augen auf. Wie durch Zufall kommen wir an dieser Blume vorbei. So, halte die Augen nach Mongolen offen. Ich versuche jetzt mal aufmerksam zu sein. Da hinten liegt eine Leiche. Das bedeutet, es könnten Mongolen in der Gegend sein. Eine Windglocke, hey, 4 Stück sogar. Und ein paar Pfeile. Die ich jetzt einfach mal salopp aus der Leiche rausziehe, auch wenn das ein bisschen pietätlos ist, aber die können wir noch brauchen. Wir werden diese Pfeile dahin zurückbringen, wo sie herkamen. Und ich denke, damit wird dem Toten umso mehr geholfen sein. Nicht, dass man Toten noch helfen könnte, aber... Aber ich sehe keine Mongolen. Oder? Kehre zum Suchgebiet zurück. Okay, ich bin zu weit. Hier liegt aber auch ein Toter. Das heißt, hier müssen irgendwo Schützen oder Mongolen sein. Zumindest Leute, die hier für die Toten verantwortlich sind. Ich würde jetzt mal vermuten, da oben bei dem Stein. Vermutlich... Ach, gucke mal da. Ich weiß, das gefällt Sensei Ishikawa bestimmt wieder überhaupt nicht. Hinter uns. Dann machen wir es eben so. Erreiche die Brücke an der Küste. Okay, hier war sie nicht. Aber wie vermutet, hier waren Mongolen, die die Straße überwacht haben und vermutlich jeden, der hier entlang gekommen ist, mit Pfeilen gespickt haben, wie hier unten sichtbar. Und oh mein Gott. Ja, sogar mehr als das. All diese unschuldigen Opfer. Tomoe hat alle Brücken abgebrochen. Ihr Volk hintergangen. Sie verriet uns, weil die Mongolen ihr Macht bieten. Reichtum,
Ansehen, all das war ihrem Stand verwehrt. Tomoe wusste, dass sie mehr verdient hatte als ihr Geburtsrecht. Er zeigt zu viel Mitgefühl. Mitgefühl ist hilfreich, selbst für einen Krieger. Wer hat euch das gesagt? Sun Tzu? Mein Onkel. Und er hat das nicht gesagt, sondern vorgelebt. Gnade schafft eine Schuld. Euer Onkel zeigt jenen Gnade, die keine Gefahr darstellten. Kein Risiko. Jetzt mussten wir gerade mal den Sensei abholen. Der hatte nämlich irgendwie ein bisschen die Orientierung verloren. So, da oben ist das Heilbad. Da bewegen wir uns jetzt dran vorbei und bewegen uns zu der Brücke, die wir gesehen hatten von da oben. Da ist das Haupttor. Nee, das Tor hinter der Taverne. Da wollten wir nicht hin. Oder, ja gut, können wir natürlich auch vorbeigehen, aber die Anweisung war ja, dass es da wahrscheinlich keine Schützen gibt. Dass das so offenes Gelände war. Die gute Tomoe. Was hat sie dazu bewegt? Warum? Was... Ich meine, da muss ja irgendwie mehr dahinter stecken, als einfach nur, ja, ich wollte Macht haben und dann habe ich mich halt den Mongolen angeschlossen. Es wäre eine sehr fragwürdige Motivation. Nicht ausreichende Motivation eher. Guck mal, wer da hinten steht. Hinterhalt! Ah, okay. Moment. Sehe ich da richtig? Darum kümmern sich die Bienen. Kommt. Wie wurde Tomoe eure Schülerin? Sie tauchte mit dem armseligen Bogen ihres Vaters im Dojo auf und wollte nicht mehr gehen. Ihr habt sie nicht abgewiesen. Ich wollte. Doch sie bohrte einen Pfeil nach dem anderen in meine Ziele. So ein Talent hatte ich noch nie gesehen. Sie war sicher ausgebildet. Ihre Haltung war falsch. Völlig nutzlos in einem echten Kampf. Doch sie hatte keine Angst, ihr Ziel zu verfehlen. Sie zögerte niemals. Der Geist einer Kriegerin. Nein. Einer Mörderin. Das erkannte ich erst viel zu spät. Sie hatte keine Angst, ihr Ziel zu verfehlen. Okay. Na gut, hier an der Brücke wurden offensichtlich auch Leute abgefangen. Ich wollte mal gerade hier runter gucken. Das ist ein sehr schöner Wasserfall da hinten. Und hier geht es ja offensichtlich auch runter. Ich bin mir noch nicht sicher, ob wir das jetzt machen sollten, wenn wir Sensei Ishikawa im Schlepptau haben. Da unten ist doch was. Das ist ein Inari-Schrein. Ich muss das mal gerade machen. Komm gleich, Sensei. Bin so gut wie da. Nicht weglaufen. Aber an dem sind wir, glaube ich, schon gewesen, ne? Ja, stimmt. Ich erinnere mich. Hier hatte uns ein Fuchs hingeführt. Stimmt. Das war noch ganz zu Beginn unserer mittlerweile schon relativ lang anhaltenden Reise, die wir hier durch das Land hinter uns gebracht haben. Los, Sensei. Wo müssen wir hin? Ach, da oben. Erreiche die Straße nach Süden. Ich würde auch gern da mal kurz hoch. Denn ich glaube, ich habe da oben was gesehen. Oder? Nee. Das war nur... Okay, aber wir können hier zumindest hoch, um dann die Straße nach Süden zu erreichen. Das ist, glaube ich, der bessere Weg. Jetzt muss der Sensei aber auch klettern. Ne? Da bin ich nicht der Einzige, der hier hochklettern muss. 210 Meter in diese Richtung. Das ist da drüben. Da sehe ich auch ganz viele Klettermöglichkeiten für uns. Hiyoshi Heilbad.
Und ich sehe, glaube ich, schon den ersten Mongolen da irgendwo. Ja, da steht er. Oder ist das... Ist das Tomoe? Ich würde wirklich gerne mal mit ihr darüber reden. Ah, da vorne sind die Mongolen. Ich glaube, die stehen hier so, dass eine Herausforderung vielleicht auch am sinnvollsten ist. Seid ihr so feige? Das waren die ersten drei. Hier wäre auch wieder ein... Ah, da hätte ich auch wieder meine Umgebung besser nutzen können. Hier wäre nämlich auch wieder ein Wespennest gewesen. Na. So. Oh, was haben wir denn da unten? Da ist sogar ein mongolisches Lager. Da sieht man die Jurten. Was, da unten ist ja noch einer. Ach so. Entschuldigung. Wollte dich jetzt nicht alleine da unten lassen. Was machst du denn da? Das war der Anführer. Du kennst den Namen Ishikawa? Ja. Ich habe eine Botschaft. Sprich. Sensei, das ganze Hiyoshi-Hallbad wird um Gnade winseln. Wie die Opfer von Hironori Nagao. Genug! Was? Bitte was? Hironori Nagao. Fiel er nicht gegen Banditen? Das ist Jahrzehnte her. Er galt als großer Bogenschütze. Hat er bei euch gelernt? Nein. Tomoe verbreitet Lügen. Ein Körnchen Wahrheit liegt darin. Sie will Zweifel zwischen uns säen. Nur wir stehen zwischen dem Hiyoshi-Heilbad und einem Blutbad. Dann stehen wir zusammen. Wir planen den Schutz der Stadt in meinem Dojo. Trefft mich dort und seid kampfbereit. Okay. Die Vergangenheit vergeht nicht. Und ich glaube, dabei geht es um Sensei Ishikawas Vergangenheit. Hm. Gut, also ein Räuber, der ein legendärer Bogenschütze gewesen ist. Mittlere Erhöhung des Pfeilschadens brauche ich nicht. Ein Räuber, der ein legendärer Bogenschütze gewesen ist, hat offenbar ziemlich viele Opfer hinter sich gelassen. Und die Bewohner des Heilbads werden um Gnade flehen wie seine Opfer. Kann es sein, dass vielleicht die Eltern oder die Familie von Tomoe Opfer dieses Bogenschützen geworden ist, der womöglich bei Sensei Ishikawa in der Lehre war und sie irgendeinen höchst interessanten Plan hat, quasi Vergeltung dafür zu üben? Yoichis Kreuzung, mongolisches Gebiet. Was haben wir denn hier für Aufgaben? Besiege die Mongolen, bringe Gegner mit einem schweren Angriff ins Taumeln, finde und beobachte den Mongolenanführer. Alles klar. Mit schweren Angriffen ins Taumeln bringen, das sollte machbar sein. Ist das der Anführer? Nein. Der Anführer ist da hinten. Ah.
zerstören. Tada! So. Genau das, was der Rowan geschrieben hat. Man bekommt 2 Punkte. Für Anführer beobachtet und ich glaube für Anführer getötet dann. Deswegen macht es durchaus Sinn, die... Das ist ein Friedhof. Das heißt, hier irgendwo ist eine zirpende Grille. Aber bevor wir uns jetzt mit dem Anführer anlegen, weil wenn wir das tun, dann wird auf jeden Fall das gesamte Lager aufgescheucht. Bevor wir das tun, werde ich da hinten erstmal nochmal ein bisschen aufräumen. Oh, dieser mongolische Kehlgesang. Sehen, wenn wir dahin pacen, oder? Oh nein, du willst Verstärkung rufen, oder? Keine Verstärkung, bitte. Oh, warte mal. Ins Taumeln bringen war doch die Sache. Nicht direkt töten. Da, 3 von 5. Das ist aber, naja. Und ein weiterer Punkt. Siehst du, 2 Punkte. Danke für den Tipp, Rowan. Sonst hätte ich wahrscheinlich das Beobachten sein gelassen. Aber wir haben es nicht geschafft, sie richtig... Na, das mit dem ins Taumeln bringen. Hat uns ins Taumeln gebracht. Schönes Wortspiel. So gut gemacht, Fex. Danke, Fex. Danke für die Aufmunterung. Ah, Fex, immer. Ich bin immer für dich da, Fex. Oh, Fex, du bist der Beste. Ja, ich weiß, Fex. Entschuldigung. So, da hinten sehen meine Äuglein eine zirpende Grille. Und? Noch ein bisschen Eisen. Eisen können wir nicht genug haben. 5 von 20 gesammelt. Es müsste eigentlich bald soweit sein, dass wir ein neues Lied lernen, um das Wetter zu verändern, oder? Dieser Nebel hier an der Ecke ist ein bisschen gruselig, gebe ich zu. Ehret die Toten. Nun gut. Ich wollte sagen, das Lager ist befreit, aber kann man so ein Lager wirklich befreien? Nein. Es ist zerstört. Im weitesten Sinne. So, Sensei, wir haben offensichtlich ein schwerwiegendes Problem mit Tomoe und mit der Vergangenheit. Kurzbogenfarbe. Ah, okay. Diesmal nehme ich einfach mal die Schnellreise in Richtung Ishikawas Dojo. Wir sind ja quasi noch genau in der Nähe davon. Denn ich würde jetzt schon gerne wissen, was es mit diesem Räuber auf sich hat, von dem die Rede war. Er hat ja wirklich geguckt, dass er den Mongolenanführer sehr schnell tötet, damit er bloß kein Wort darüber verliert. Sensei, seid ihr im Haus? Sensei? Ah, da hinten steht er wahrscheinlich wieder mit Blick aufs Heilbad. Da. Ich habe Fragen, Sensei. Sitzen.
Sakai. Der Weg des Bogens. Wir dürfen Tomoes geplanten Angriff auf das Yoshi-Hallbad nicht ignorieren. Warum ist sie von der Stadt denn so besessen? Ich wurde dort geboren. Die Zerstörung beweist ihren Wert für die Mongolen. Und erniedrigt mich. Doch das Gebiet ist von Vorteil für uns. Zwei fähige Schützen können Hunderte aufhalten. Oder wir lassen die Mongolen gewähren. Tomoe erringt einen Sieg und wird unvorsichtig. Dann schlagen wir zu. Das Yoshi-Hallbad als Opfer für Tomoe? Das Opfer ist es wert! Tomoe würde zustimmen, Sensei. Gut, Sakai. Sie greift von Norden an. Wir sollten uns darauf fokussieren. Nach geeigneten Anhöhen suchen, Pfeile platzieren und... Leise! Hört ihr das? Sie weiß doch, wo sein Dojo ist. Ein Tod. Okay, hat er mal eben den Laternenständer als Hilfe im Kampf benutzt. Au. Ah, diese Bogenschützen. Den Bogen im Nahkampf einsetzen ist auch was Besonderes. Ich hatte bereits mit Tomoes neuen Freunden gerechnet. Wenn sie uns töten wollte, hätte sie mehr Männer geschickt. Sie wollte uns nicht töten, sondern aufhalten. Das Yoshi-Hallbad, der Angriff beginnt. Oh ja, stimmt. Gute Taktik. Ich denke auch, dass sie wusste, dass wir mit denen hier fertig werden, hier aber lang. Dass sie uns zumindest lange genug aufhalten, damit wir nicht rechtzeitig am Yoshi-Hallbad sind. Den Vorschlag, den er da gebracht hat, von wegen, naja, lass mal die Mongolen doch gewähren und dann wird sie unvorsichtig. Versprecht mir, weiter Tomoe zu jagen, wenn ich heute falle. Versprochen, Sensei. Sie weiß, dass ihr mein Schüler seid. Euer Tod zerstört mein Vermächtnis. Euer Weg des Bogens überlebt mit mir. Wo schlägt Tomoe zu? Hinten in der Stadt, beim Wasserfall. Der verwundbarste Punkt. Wenn wir vor den Mongolen ankommen, können wir uns vorbereiten. Das wird nicht leicht. Ist es nie. Dann auf. Dann sollten wir uns beeilen. Ihr beiden, hierher. Was ist, meine Herren? Mongolen marschieren zum Yoshi-Hallbad. Versammelt alle beim Gasthaus und lasst euch nicht sehen. Wir kümmern uns um sie. Ja, meine Herren. Oh ja, die Leute müssen sich irgendwo verschanzen. Von hier aus ist die Sicht gut. So können die Mongolen uns nicht flankieren. Uns bleibt nicht viel Zeit. Was können wir zu unserem Vorteil nutzen? Oh je, Pfeile. Oh je, ich muss mit Pfeil und Bogen schießen. Das Schlachtfeld aus. Wir haben keine große Wahl. Nutzen wir das, was wir haben. Hornissennester. Sehr gute Ablenkung. Trockenes Gras. Lockt die Mongolen dorthin. Wir sorgen dafür, dass ihr Brandpfeile habt. Stimmt, trockenes Gras brennt gut. Diese Fässer könnten Schaden anrichten. Nehmt diese Brandpfeile und verbrennt euch nicht daran. Oder mich. Brandpfeil für den Kurzbogen setzt Gegnerkleidung und trockenes Gras in Brand. Dann bleibt mir aus dem Weg, Sensei. Bereit machen. Die Mongolen sind bald hier. Das Problem ist, damit
Sie nähern sich. Gut, dann werden wir Ihnen den Weg des Bogens zeigen. Damit zerstöre ich ja auch meine Deckung im Zweifel. Greift an. Ein Pfeil, ein Tod, Sensei. Ja, warte. Au. Gar nicht schlecht, Sakai. Ich bin bereit für mehr. Sie ebenfalls. Dort auf der Hauptstraße. Ich erledige sie. Ganz schön hartnäckig. Pfeile. Da sind noch mehr. Helft ihn über den Sand zu. Da sind ganz schön viele. Oh, mit dem Pfeil. Schön. Mit dem Pfeil zurück ins Feuer gestoßen. Ah. Bin echt kein Pfeilexperte. Au. Jetzt treffe ich nicht mal das Ding da. Weißt du was? Güte. Das waren dann alle. Es ist vorbei. Puh. Fürs Erste. Das Erste. Aber Tomoe war nicht mit dabei. Sie hat halt ihre Leute vorgeschickt, um das Heilbad anzugreifen. Das hat glücklicherweise nicht funktioniert. Was machen wir jetzt, Sensei? Ach da. Ah, da ist sie ja. Das ist Tomoe. Sie verbrennt das Nagao-Banner. Jetzt haben wir sie. Bis wir dort sind, wird sie längst weg sein. Sie ist feige. Nein, sie verhöhnt mich. Sie weiß, wer mein letzter Schüler vor ihr war. Hironori Nagao. Ihr sagte doch, das war er nicht. Was denn nun? Ich war jung, hochmütig, gefühllos. Hironori nahm mich zum Vorbild. Er führte Rebellen gegen den Clan. Und verlor. Doch erst tötete er Fürst Nagaos beste Männer. Hironori starb nicht im Kampf mit Banditen. Die Geschichte sollte Nagaos Vermächtnis schützen. Nein, zwar nicht mehr zu retten.
Als sein Lehrer war ich nicht mehr vertrauenswürdig. Man war so gnädig, mich zurücktreten zu lassen. Ich redete mir ein, der Weg des Bogens müsse bewahrt werden. Die Wahrheit ist, ich bin ein Feigling und hätte es längst beenden müssen. All das habt ihr Tomoe erzählt. Sie sollte bloß verstehen, was es mir bedeutete, wieder zu lehren. Und wie alles andere wandte sie es gegen mich. Ihr könnt Nagao nicht reinwaschen und Tomoe nicht ändern. Doch heute habt ihr die Menschen von Iyoshi gerettet. Mit meinem neuen Schüler. Ich brauche euch bei Burg Haneda. Mein Bogen gehört euch. Tomoe ist noch nicht fertig. Wir müssen sie weiterjagen. Werden wir, Sensei. Na, okay. Der Weg des Bogens. Ich habe die Geschichte am Anfang falsch verstanden. Ich dachte, er wäre der Räuber gewesen. Also der Schüler von ihm wäre der Räuber gewesen, war er aber nicht. Eine Legende wächst. Der Held von Tsushima. Maximale Gesundheit erhöht. Und wir können die Haftbombe freischalten. Tee auf einem Päckchen Schwarzpulver. Es bleibt kleben, wo ich es hinwerfe. Keine Kopf- oder Explosion. Sehr schön. Zwei Punkte haben wir. Das hat er ja auch in den Kommentaren gelesen. Der Rowan hat es, glaube ich, gesagt. Zeit verlangsamen für die Wildschweine. Ist, glaube ich, keine so schlechte Idee. Nehme ich jetzt mal gerade mit. Und vor allen Dingen auch für so Kämpfe wie mit dem Bogen jetzt. Und da ich ja ohnehin kein so guter Bogenschütze bin, ist es umso besser, wenn die Zeit verlangsamt wird, während ich hier unterwegs bin mit dem Bogen. So, dann mache ich das auch voll einfach. Passt. Talisman der Immunität. Chance von 15%, dass Pfeile von Gegnern keinen Schaden verursachen. Im besten Fall weichen wir Pfeilen aus. Wir haben Beseide bekommen. Und stürmender Falke. Die Kurzbogenfarbe. Brennender Reißzahn, stürmender Falke. Ja, lass ich mal so. Lassen wir mal so. Sieht ganz hübsch aus. Zwei Haftbomben haben wir. Halte R2 gedrückt und wechsle mit deine Geistwaffe. Achso, ja, klar. Wegen den Haftbomben. Nun gut, also. Offensichtlich. Was? Fürster Kai, ich studierte Poesie mit eurem Onkel. Ist das so? Die Mongolen haben Fürst Shimura gefangen genommen. Das erduldet er. Er ist stark und unverwüstlich. Bewandert in Kampfeskunst und Poesie. Widmet ihr euch dem Haiku, Herr? Im Krieg bleibt keine Zeit. Gerade im Krieg muss man sich die Zeit nehmen. Das Haiku schärft die Konzentration, beseitigt das Chaos. Gibt einem Frieden. Genau. Ich schreibe am liebsten oben auf der Klippe. Es gibt viele solcher Orte. Wenn ihr darauf achtet, findet ihr in ganz Tsushima Inspiration. Ich hoffe, ich finde stille Orte wie diesen. Unberührt vom Krieg. Achtet auf die Vögel. Sie weisen euch den Weg. Ja, die goldenen Vögel. Neue Orte hinzugefügt. Bum, bum, bum. Unentdeckter Ort. Mythische Geschichten. Da bekommen wir einen Langbogen und einen Sprengpfeil. Hallo. Und das Stirnband der Harmonie. Hm.
über Harmonie sinnieren. Verstand klar und blau. Erde unter euch. Raunen durch Bäume. Harmonie. Ist ja auch ein bisschen was. Ich glaube, Raunen durch Bäume. Auch als Klang. Kühles Bett unter Sternen. Freischaukelnd im leichten Wind. Geschützt vor greller Sonne. Kühles Bett unter Sternen. Robuste Abwehr. Stets stärker wird. Gelockt von Wärme. Stets stärker werdend. Raunen durch Bäume. Kühles Bett unter Sternen. Stets stärker werdend. Der alte Mann hatte recht. Meine Seele ist im Reinen. Sie ist stark. Ich sollte mir Gedichte schreiben. Sollte man mal probieren. Ich habe tatsächlich hier ein Buch über Haikus und habe selber mal sehr laienhaft Haikus verfasst. Für mich. Jetzt also nicht irgendwie, ne? Also einfach nur, das habe ich nie jemandem gezeigt. Niemals. Das war einfach nur, weil ich sie schreiben wollte. Sie waren schlecht. Sie waren unfassbar schlecht, aber es hat mir Freude bereitet, darüber nachzudenken und sie zu schreiben. Das Stirnband der Harmonie. Sieht ganz schick aus. Aber wir bleiben bei unserem Strohhut. Gut, das ist übrigens generell so eine Sache. Man sollte sich ab und zu am Tag... Also, jeder, der das jetzt hört, wird wahrscheinlich sagen, oh ja, komm, das ist der gleiche Quatsch, den man überall in diesen Selbsthilfegruppen und so weiter hört. Sich am Tag mal irgendwie 10 Minuten Zeit nehmen für Meditieren oder irgendwas ganz bewusst tun, wie zum Beispiel eine Tasse Tee zubereiten. Und zwar in jedem Schritt ganz bewusst, nicht so nebenbei mal eben Wasser anmachen. Schnell Wasser kochen, hier neben, während man die Küche aufräumt, nochmal eben Teebeutel rein. Sondern ganz bewusst, man tut nichts anderes. Jegliche Konzentration liegt ausschließlich darauf, Tee zuzubereiten. Und das haben wir, glaube ich, in unserem Alltag ein kleines bisschen verlernt. Huch. Oh, Entschuldigung. Ja. Das haben wir, glaube ich, in unserem Alltag ein kleines bisschen verlernt, ausschließlich eine Sache zu tun und uns auf diese eine Sache auch komplett zu konzentrieren. Weil wir immer 12 Sachen gleichzeitig machen wollen, dann können wir ja schon mal dies machen und dann kann ich ja schon mal das machen. Und nebenbei kann ich ja schon mal das anfangen. Und das ist eine Sache, die ich tatsächlich... Oh, wie komme ich hier runter? Die ich tatsächlich beim Haiku-Schreiben, also beim sehr laienhaften Haiku-Schreiben, nur für mich aus Spaß bemerkt habe. Weil diese 10 Minuten oder 15 Minuten, die ich mir dafür immer so Zeit genommen habe pro Tag, die haben dann tatsächlich dafür gesorgt. Warte mal gerade, bis der Wasserfall hier weg ist, der ist nämlich gerade ziemlich laut. Die haben tatsächlich dafür gesorgt, dass ich ein ganz anderes Gefühl hatte in diesen 10 Minuten oder 15 Minuten. Dass es sich wirklich anders anfühlte. Das ist natürlich auch so ein bisschen Placebo-Effekt sein, das gebe ich zu, aber ich fühlte mich ruhiger. Und es war nicht alles so überwältigend. Es war nicht immer... Ach, ein Legendenerzähler ist hier.
Es war nicht immer, oh, ich muss aber noch dies und das und tausend Gedanken gleichzeitig noch irgendwie in einem rumkreisen, sondern in diesem Moment saß man halt einfach nur da. Und die einzige Aufgabe war es, ein Haiku zu verfassen. Und alles andere war in dem Moment nicht wichtig. Der Legendenerzähler, das habe ich übrigens mittlerweile rausgefunden, das ist eine Art Multiplayer-Modus, wenn ich da nicht ganz falsch liege jetzt. Das heißt, man kann mit anderen gemeinsam Abenteuer erleben. Das Hiyoshi-Heilbad. Hier ist eine legendäre Geschichte. Oshitsunes Geschichte erwartet euch. Daran habe ich keinen Zweifel. Darf ich mich erstmal im Heilbad umsehen ein bisschen? Bevor wir jetzt die Geschichte starten. Ich habe das Gefühl, das Heilbad ist sehr schön. Wo ist denn eigentlich... Sensei? Oh, Sensei Ishikawas Geschichte geht hier nicht weiter. Vermutlich erst nach dem Sturm auf die Burg. Hier haben wir alles erledigt für ihn. Blume. Guck mal, wie schön man hier am Wasserfall hochgehen kann. Ist das schön. So eine kleine Schlucht mit mehreren kleinen Wasserfällen. Wo man sich theoretisch auch... Hier kann man noch weiter hochgehen. Oh. Okay. Und ich frage mich eben noch, wie komme ich da runter? So kommen wir da runter. Da vorne ist auch eine Haltestelle für unseren Enterhaken. Kletterhaken. Ja, also kann ich nur jedem empfehlen, das einfach mal zu versuchen. Es kann auch sein, dass es einfach nichts für euch ist. Das passiert. Dann habt ihr vielleicht andere Möglichkeiten oder Mittel und Wege, euch zu entspannen oder mal wirklich runterzufahren, gedanklich, aber mir hat's geholfen. Kommt, mein Herr. Oshitsunes Geschichte erwartet euch. Mir hat's tatsächlich damals geholfen. Ich hab's jetzt schon sehr lange mein nicht mehr Herr, gemacht, aber... Ist das die Klinge des Sakai-Clans? Ja. Ist das irgendwie... Ihr kennt euch aus. Jeder kennt dieses Schwert. Seine Schärfe und Schönheit werden gerühmt. Doch ich glaubte nie, es einmal selbst zu sehen. Ich habe lange nicht mehr an einem Bambusstamm trainiert. Ich wäre geehrt, eure Klinge im Einsatz zu sehen. Kann es sein, dass das Yoshi-Heilbad eigentlich der erste Ort ist, den wir hätten aufsuchen müssen? Weil wir hier irgendwie rangeführt werden an viele von diesen Dingen, wie zum Beispiel Haikus schreiben oder das Bambus schneiden. So. Jetzt brauchen wir noch 1, 2, 3, 4 weitere. Da steht es ja auch. 4 weitere Bambusstände. Dann bekommen wir noch einmal Entschlossenheit obendrauf. Eine hervorragende Klinge, dieser Sakai-Stahl. In der Hand eines noch hervorragenderen Kämpfers. Doch Bambustraining wird euch noch stärker machen. Ich brauche meine Kraft für das, was kommt. Auf der ganzen Insel gibt es Bambusstände. Dort könnt ihr euer Geschick verbessern. Lebt wohl, mein Herr. Lebt wohl. Ja, in der Tat. Ich glaube, hier hätten wir als erstes hingemusst, weil wir hier an diese Sachen herangeführt werden. Warum es wichtig ist, wo die Stände zu finden sind, die goldenen Vögel und so weiter und so fort. Aber ist ja nicht schlimm. Wir haben das ja auch so erschlossen irgendwie. Ja, zum Thema Bambus. Ausgelesen von Keras. Heutzutage nimmt man dafür ja Tatami-Matten. Ich glaube, das hießen die Tatami-Matten, oder? Ihr müsst erschöpft sein vom Kampf. Die so ein bisschen die Konsistenz eines, naja, Lebewesens nachahmen sollen. Soweit ich das verstanden habe. Insofern ist Bambus schneiden dann mit dem Katana dann doch eine schwierigere Aufgabe als Tatami-Matten heute. Wo man sich durchaus auch das Katana dann mal kaputt machen konnte, wenn man das irgendwie falsch gehalten hat. Ich kenne mich da jetzt nicht so sehr aus, aber ich fand die Ausführungen sehr interessant. Übrigens nochmal vielen, vielen Dank für diese vielen historischen und detailverliebten Ausführungen zu vielen Dingen, die wir hier sehen in den Kommentaren.
Das ist mittlerweile ein essentieller Teil des Spiels, finde ich, geworden. Hinterher nach einer Folge Informationen abzugreifen darüber, was wir hier gesehen haben. Kommt, badet im heilenden Wasser dieser heißen Quellen. Tankt neue Kraft für das, was noch vor euch liegt. Ich muss für sie alle in Bestform sein. Dann folgt mir, mein Herr. Aber gern. Ein Bad in den heißen Quellen erfrischt die Lebensgeister. Und bei regelmäßiger Anwendung schenkt das Wasser euch ein langes, glückliches Leben. Er war nie dort. Ein Schütze wie er hätte gegen die Mongolen helfen können. Genau das tut er. Hier hinein. Das Wasser ist warm und wohltuend. Man sah sich an seine Boote gegen Mongolen kämpfen. Hoffen wir, dass sie weitermachen. Dann nehme ich mir lieber das Leben. Sinnieren über Freiheit mit Shimura oder meine Mutter. Mutter verbrachte ihre letzten Wochen in den heißen Quellen. Selbst da wurde ihr Haar nie nass. Ich muss an einem sicheren Ort gehen. Über die Mutter haben wir bisher relativ, also wir wissen, dass der Vater umgekommen ist oder getötet wurde. Die Mutter? Welch Verbesserung. Ihr werdet über unsere Feinde triumphieren. Ich kann es mit der ganzen Mongolenarmee aufnehmen. Danke. Aber gerne doch. Heiße Quellen gibt es auf der ganzen Insel. Macht davon Gebrauch. Nehmt euch Zeit zur Heilung und Besinnung. Das hält euren Körper und Geist kampfbereit, mein Herr. Werde ich versuchen. Bei der Mutter bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, ob wir von der schon viel gehört haben oder über ihr Schicksal genaueres erfahren haben. Vielleicht erinnere ich mich auch noch nicht, das kann durchaus passieren. Fürst Sakai, nachdem die Brücke frei war, kamen wir direkt hierher. Ah. Wie geht's dem Jungen? Besser, mein Herr. Die heißen Quellen helfen ihm zu vergessen. Sehr gut. Ja, ich denke auch, dass Yoshi Heilbad kann, genauso wie der Goldene Tempel, ein Ort der Zuflucht werden. Wir hatten gerade mit der diesjährigen Ernte begonnen, als die Mongolen angriffen. All die Arbeit, so viel Reis, umsonst. Die Mongolen haben ihn sicher bereits gefunden. Und wenn nicht, hält er nicht lang. Vielleicht sollten wir zurückgehen, selbst nachsehen. Oh, zu weit weg. Sie würden uns schon auf der Hälfte des Weges schnappen. Aber wenn wir nicht bald Nahrung finden, hören sie meinen Magen knurren und finden uns. Ich glaube, die waren oben, die wir da belauscht haben. Die Invasoren haben Komoda niedergebrannt. Nichts übrig. Ja, es sind schon wieder Leute in Komoda. Und die bauen auch langsam, aber sicher alles wieder auf, keine Sorge. Das ist, glaube ich, so ein bisschen zum Entspannen, nachdem man im Heilbad war, oder? Und um sich zu säubern. Also entweder nachdem man drin war oder bevor man reingeht. Ja, die beiden haben wir belauscht. Entschuldigung fürs Lauschen. Er war schon alt. Hatte ein langes Leben. Wofür sind diese Körbe da? Für Kleidung? Nee. Nun gut, ich denke, hier im Yoshi-Heilbad gibt es noch den ein oder anderen Ort zu entdecken und zu besuchen. Wir werden ja wahrscheinlich auch noch andere, was heißt das, Haikus hatten wir. Wir hatten Bambus schneiden und wir hatten Heilbäder. Was war denn da noch? Da war dann noch eine Aktivität. Schmied. Ach, das war ja der Schmied, von dem wir gekommen sind. Ah, okay. Ich habe nichts gesagt. Ups. Ja. Wir werden die Häuser auf jeden Fall noch ein bisschen
untersuchen und durchsuchen vor allen Dingen. Ein Händler für allerlei Farben ist auch da schön. Also für der Blumenhändler, nennen wir ihn mal so, aber den brauche ich im Augenblick nicht. In diesen Zeiten ist der Handel schwierig, mein Herr. Das glaube ich. Was ich brauchen könnte, wäre tatsächlich eine Rüstschmiedin, die dabei hilft, unsere Ronin-Kleidung nochmal zu verbessern. Das können wir ja jetzt. Und den Nachthimmel erhellte, dann ist es wahr. Sie haben Waffen, die Feuer werfen können. Kein Wunder, dass sie ganze Dörfer so rasch zerstören können. Und das ist nicht alles. Habt ihr die Explosionen gehört? Mein Pferd rannte deswegen fort. Wie sollen wir uns gegen solcherlei Waffen wehren? Keine Ahnung. Mit Wasser? Was? Ich mein's ernst. Der Neffe des Jito schlägt zurück. Wir werden das überleben. Das werdet ihr hoffentlich. Aufzeichnungen. Ach, guck mal an. So Mist. Musikgeschichten für die Erinnerung. Ich bin nicht gut schreiben gelernt, aber jemand muss Lieder des Biber Hoshi aufschreiben. Sehr gute Geschichten, aber wurde von Eindringlingen getötet. Jetzt keine Geschichten mehr. Vergessen von allen. Vor langer Zeit gab es Mann mit Bogen. Er rettet die Stadt. Noch ein Mann mit Bogen tötet alle Dämonen. Und der Mann, der Katana sehr schnell schwingen kann. So viele andere. Morgen schreiben weiter. Jetzt Vorräte zu Lager auf Jadehügel bringen. Vorräte zu Lager auf Jadehügel? Ich meine, löblich, die Intention, die Geschichten aufzuschreiben. Auch wenn man nicht gut schreiben kann. Sehr löblich, das Ganze. Sehe ich richtig? Ist das da hinten ein... Das ist ein Pfeilmacher. Okay, Pfeilmacher brauche ich gerade nicht. In Fachkreisen auch Bogner genannt. Vermute ich mal. Soll ich euren Bogen verbessern, Herr? Wie kann ich euren Bogen verbessern? Vorräte und Bambus. Ziehtempo, Reichweite, Stabilität, Nachladetempo. Ja, guck mal, das wäre eigentlich auch gar nicht so schlecht, obwohl ich da lieber auf den Langbogen setzen würde, den wir hier bekommen können. Da würde ich erstmal warten, bis wir den haben, um dann zu gucken, was sich am meisten lohnt zur Verbesserung. Was ist das denn? Ein riesiger, runder Stein auf einem Podest. Wow. Findling. Oder wurde der mit Absicht hier hingebracht? Das könnte aber, es ist mit Sicherheit nicht so leicht gewesen dann. Oder die Waldfee. Katze. Hi. Hi. Wie das Katzen so machen, absolut desinteressiert. Ich habe nichts anderes erwartet. Ein Stall und wo geht's hier hin? Das sieht so offiziell aus mit diesen Torbögen. Oh, ist das der Friedhof? Ja, oder? Was ist das? Nee, das ist einer der Eingänge in die Stadt. Da oben, über die Küstenstraße, richtig. Aber wenn hier eine Pfeilrobe ist, muss nicht unbedingt eine Rüstungsmacherin hier sein. Abgeschlossen. Ja. Bogenmacher, Händler, Fallensteller. Okay, es ist tatsächlich so, dass... dass hier vermutlich niemand ist, der meine Rüstung verbessern kann. Aber dafür müssen wir dann einfach in den goldenen Tempel. Ist ja auch nicht schlimm. Nun gut, da vorne ist noch ein großes Gebäude und da hinten ist, glaube ich, wieder der Schmied. Dann sind wir einmal komplett rum. Ja. Komm ich denn da rauf? Das will ich natürlich jetzt auch noch sehen. Ich
weiß, ich überziehe gerade wieder maßlos die Folge und es ist wahrscheinlich auch schon schwer, überhaupt sich so viel anzugucken, weil irgendwie jeden Tag eine Stunde kommt fast. Tut mir auch ein bisschen leid, aber eigentlich auch nicht, weil kann man ja, ist ja kein Zeitdruck, da kannst ja gucken, wann du willst. Läuft ja nicht weg. Aufzeichnungen. An Sensei Ishikawa überbringen. Sensei Ishikawa, Fürst Hirotsune Nagao bedarf dringend eurer Anwesenheit in Komoda. Ich bin angewiesen, euch mein Pferd sowie alle nötigen Vorräte zur Verfügung zu stellen, damit ihr unverzüglich die Reise antreten könnt, um unser Land zu verteidigen. Bitte legt alle Bedenken wegen vergangener Missverständnisse beiseite. Euer Gnaden versichert euch, dass die Bogenschützen des Nagao-Clans, dem größten unter ihnen, nichts als Zuneigung, Respekt und Verehrung entgegenbringen. Yasuma Sasaki, Hauptmann der rechten Garde unter Fürst Hirotsune Nagao. Aber er ist nie hingegangen, wenn wir die Gespräche richtig... Aber warum liegt das auch hier oben? Die Nachricht hat ihn offensichtlich nicht erreicht. Und er war dann nie dort. Zumindest den Gesprächen hier. Wenn man denen glauben darf. Nun gut. Wir haben das Hiroshi-Heilbad befreit. Itsuhara 6 von 24 befreit. 6 von 24. Und dann würde ich sagen, nächste Folge nehmen wir uns den Langbogen vor. Was bekommen wir hier unten eigentlich noch? Langbogen und Tadayoris Rüstung. Ah. Okay, bin ich mal gespannt. Bin ich mal gespannt, was das gibt. Nun gut, erst einmal bedanke ich mich fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und ich sag einfach mal bis gleich. Tschüss.